So, meine Freunde, und willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir werden heute den Plattstrand-DLC machen, wo man Otaro, wie es aussieht, rekrutieren könnte und Wasserapparate finden kann, die Wasser-Pokémon eben stärker machen. Deswegen gucken wir uns einfach kurz den DLC an und... Oh, das sieht geil aus. Und ich habe natürlich wieder ein paar Abonnenten dabei, wie immer, diesmal mit Frauenpower heute. Und zwar habe ich die gute Maike Chance World, hieß, ja genau, so hieß sie, glaube ich. Und die gute 44 Pan 44 dabei. Ich hoffe, ihr zickt euch nicht an gleich. Und deswegen, der Dungeon gefällt mir, ey. Schöner Strand, ey, mit kleinen Büschen und bisschen Wasser da. Sieht echt geil aus, ey. Platsch, Strand. Vielleicht soll das ein Strand auch sein. Deswegen, ey. Aber damit kann man was einfangen, ist geil. Deswegen kann man da echt was anfangen mit. Warum sage ich einfangen? Keine Ahnung, weil da gerade ein Äschern stand. Ich habe es ewig vorgelesen. Keine Ahnung warum. Ist einfach total random. Funkenflug, was ist stärker? Boah, Feuersturm auf jeden Fall. Guckt euch mal die Stärke an, ey. Das ist krass. Vielleicht unbedingt. Ne, eine Entwicklung können wir vielleicht bei Petsnief sehen. Hat er seine Rotzfahne endlich weg? Hat er endlich mal seine Nase geputzt? Deswegen, ich werde mir diesen DLC angucken, werde ich natürlich wieder bewerten und würde sagen, was ich davon halte. Ihr sagt zurzeit, alle DLCs sind scheiße, weil sie eben viel Geld kosten. Und da bin ich auch eurer Meinung. Sag mal, so 1,50 Euro für einen Dungeon, der einen sogenannten eigentlich nix bringt, ist nix. Also, was will man mit einem Dungeon, der 10 Ebenen hat oder 15 Ebenen, wo man am Ende dann ein Apparat findet, der Attacken stärker macht? Zur Not kann man hier noch ein paar Pokémon rekrutieren, die Starter-Pokémon sind. Aber das gab es in den anderen PMDs auch so. Deswegen, meiner Ansicht nach, sind die DLCs hier komplett falsch, also die wir bis jetzt hatten. Der Config-Weg, der war ja ganz lustig. Jeder DLC hat irgendwo seine eigene Sache. Aber die ganzen Starter-DLCs, wo man nur die Starter-Pokémon rekrutieren kann, beziehungsweise nur die Apparate findet, sind meiner Ansicht nach komplett falsch. Aber ich werde sie trotzdem machen, um euch eben die zu zeigen, deswegen. Und Sibirio, Jopan. Boah, ist das zugenommen, ey. Richtig dick geworden, ey. Ist ja halb so, ist ja doppelt so groß wie ich, ey. Scheiße. Alter, ey. Palmo, wo hast du denn? Bei Meckis? Oh, da war ein Otaro. Süß. Sweet. Sweet, sweet, sweet. I love it. Der hat Agilität gemacht. Pikachu, ne? Hör auf damit, bitte. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn ich schneller gemacht werde. Nein, ich will dich nicht angreifen. Ich will dieses Quappending da angreifen. Und schon wieder wird er mich schneller gemacht. Ich mach das gleich aus, ey. Das regt mich auf, ey. Deswegen machen wir das jetzt aus. So. Attacken. Pikachu. Agilität. Aus. So. Jetzt nickt. Das regt mich nicht auf. Oh, eine Ente. Wie süß. Pikuente, glaube ich, ist diese, glaube ich, ne? So, das haben wir jetzt nicht mehr. Die Agilität. Zum Glück. Die ist jetzt aus. Und seht ihr das auf der Karte, diese braunen Stellen? Nein, da habe ich nicht drauf gemacht. Das ist Wasser, wie es aussieht. Da kann man mit Wasser-Pokémon auch drauf, denke ich einfach mal. Haben wir gleich ausgetestet, dass man hier über Feuer laufen kann oder sowas. Ne? Das müssen wir auch noch austesten. Werden wir aber alles noch machen, Leute. Keine Panik auf der Titanic. Dafür haben wir natürlich noch Zeit irgendwann. Irgendwann mal. Deswegen, Treppe auf Ebene 2. Wow, wir sind jetzt erst Ebene 2. Plattstrand 2. Das ist crank. Aber egal, wir gucken einfach mal. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Auf jeden Fall gibt es Otaros, Pikuente, also viele Wasserpokes auf jeden Fall, ne? Passend zum Strand eben. Und eben noch die Pokes, die man eben nicht finden kann, wie die nur in der Stadt gab. Wie Praktibike zum Beispiel bei dem Serpivore-DLC. Gibt es hier Pikuente, das auch in der Stadt ist. Und Sisurio, okay, das gab es auch in anderen Dungeons. Also reicht mich jetzt nicht so vom Hocker. Von daher. Donnerblitz wurde aufpoliert, ja, sehr schön. Kann man immer gebrauchen, sage ich mal, ne? Dönerblitz. Und für die extra Portions Knoblauch. Deswegen. Und gleich sollte unser Doppelhieb auch aufgewertet sein. Glaube ich. Felino, sehr schön. Zwangensteine, Typ mit dem Draht durch den Kopf, ey. Ja, Doppelhieb ist aufgewertet, sehr schön. Und doppelt Otaro. Vielleicht kriegen wir eins im Team davon. Nein. Und Mikey grillt hier die Otaros, ey. Mann, was machst du da? Hör mal auf. So, und tot. Hier ist auch nix. Wie mache ich das jetzt? Oh, der, wieder so ein Vogel aus der Stadt. Nice. Haben wir auch noch nicht im Team. Und das war ein Taubsamen. Nein, ich bin nicht taub. Da seht ihr jetzt, die Wasser-Pokémon können über Wasser laufen, wie das Otaro zum Beispiel da.
ließ dann auch das Item auf dem Land fallen. Das ist sehr schön geregelt. Viele Leute, die jetzt nicht schwimmen können, die können dann zum Beispiel Items sich einsammeln. Deswegen ist das sehr gut gemacht, meiner Ansicht nach, dass diese Items dann irgendwie auf dem Land liegen. Wurde angespült, genau. Warum laufst du nicht weiter? Wo ist die Treppe? Habe ich die schon verpasst? Nee, kann ja hier auch sein, ne? Ja. Deswegen, bei diesen kleinen DLCs, da sind die Dungeons natürlich immer ein bisschen länger. Das ist ein bisschen positiv, aber... Ja, Maike boxt hier so mit Akrobatik. Ja, mach mal hier so Akrobat, du Clown, du. So. Aber sonst, wie gesagt, es gibt hier nicht viel. Oh, Calcium sowas, das ist natürlich ganz gut. Wenn man hier noch irgendwelche besonderen Items außer die Apparate noch bekommen könnte, wie im Calcium sowas, das wäre natürlich ganz gut, aber... Habe ich zurzeit noch nicht so oft gesehen, leider. Calcium, das kann ich auch mir geben, weil ich will nur mich hochpowern, die anderen sind eh egal, von daher trinke ich das mal eben. Gönn dir! Einen kurzen Calcium hier, ne? Schön, schön kurzen Calcium, genau. Hör auf, mich nass zu spritzen, ich mag das nicht. Stirb einfach. Und du auch. So, tot. Und nochmal, oh, was ist das denn, ey? Sieht ja hässlich aus, so der Cheater, ey. Hässlich! Du häseliger Affe, ey. Du häseliger Affe, genau. Was haben wir hier? Nothing! Toll. Aber der Dungeon gefällt mir vom Design her. Das ist wenigstens was Positives. Deswegen. Vielleicht gibt es ja auch Leute unter euch, die sich alle DLCs geholt haben, so wie ich es machen werde, beziehungsweise versuche, wenn meine Nintendo-Karte dafür ausreicht. Ich habe mir, glaube ich, eine 20er geholt damals, aber... Keiner. Sollte eigentlich reichen, meiner Ansicht nach. Und falls nicht, hole ich mir noch eine. Deswegen, ich bin so nett zu euch, ne? Ich bin so nett, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Eigentlich schon zu nett. Ich bin zu nett zu Abonnenten, ey. Zu manchen auch bin ich ganz nett. Aha. Na? Na egal. Plattstrand E5. Ja, hier ist nix. Die Musik ändert sich auch nicht irgendwie. Die Umgebung ändert sich nicht. Die Pokémon ändern sich nicht. Die bleiben immer dieselben. Zesurio, der Vogel, Picolente, Filino, dann diese Quappe, Kaulquappiese, glaube ich, oder sowas. Und dem Otaro. Und das stärkere Gegner sind eben die hier dran, ne? Kann ich verstehen, aber... Wie gesagt, Sympathie, jawohl. Und ihr habt mir im letzten Part zugeschrieben, Zero, du regst dich, freust dich voll über Sympathie, fängst an voll drauf zu reden und auf einmal läufst du drüber, ne? Ja, ein bisschen dusselig war das schon, ne? Bisschen sehr. Sorry, Leute, nochmal dafür. Aber wir haben es jetzt eingesagt. Ich hoffe, ich bin nicht drauf getrennt, nur. Aber ich meine, ich habe es erhalten, von daher alles okay. Wingull wird ja auch sehr gut hinpassen, meiner Ansicht nach. Aber ich glaube, das gibt's gar nicht im Spiel drin, der Wingull, oder? Ich glaube nicht. Schade. Aber ich habe auch noch kein Serpivor rekrutieren können. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, ey, warum man die hier trifft. Warum man die hier alle trifft, aber warum die nicht alles Team wollen gleich. Ich kann es mal probieren mit Sympathie jetzt. Ich habe es jetzt ja eingesammelt. Deswegen, Gegner werden leichter zu Freunde. Das ist eigentlich ein sehr geiles Item, meiner Ansicht nach. Das ist das geilste überhaupt. Wir probieren mal. Vielleicht, wer willst du unser Freund sein? Alter, kratz mich nicht. Ich habe gefragt, willst du mein Freund sein? Hey, geil, es funktioniert. Okay, Leute. Ein Spitznamen für einen Abonnenten nochmal. Ganz stumpf, ey. Wer fällt mir jetzt ein? So, Leute, da bin ich wieder. Und zwar ist es Metz Elino geworden. Und sorry für das, dass das Haar fehlt. Das konnte ich nicht mehr schreiben, weil dein Name zu lang ist. Alles deine Schuld. Ich hätte zwar ein Leerzeichen wegmachen können, aber Wayne interessiert's. Und ja, du bist jetzt eine wunderbare Transe mit deinem wunderschönen lockigen Haar. Oh, guckt euch mal diese Prachtfrisur an. Alter, no homo, aber hinreißen, oh, es ist so süß. Nein, hau ab, Alter. Geh dir die Haare schneiden oder so, ey. Aber Sympathie funktioniert ja. Wenn das jetzt hier auch wieder klappt, dann fresse ich ein Pferd. Guten Appetit! Mann! Okay. Das mache ich jetzt hier aber onscreen. Deswegen, ich muss kurz meinen PC anmachen. Jetzt muss mein Licht, das seht ihr jetzt gleich. Oder solltet ihr gleich sehen, dass es ein bisschen heller wird. Und zwar. Nehmen wir mal da. Na, wen nehmen wir denn da? Ja doch, ich habe hier einen. Deswegen, der ist auch ein sehr chilliger Abonnent. Und zwar... Haben wir schon ein Team? Nee, dann will ich dich nicht. Nein. Ja, dann wird's kein Abonnent, weil wir das, wie es aussieht, schon haben. Klar, wir haben ja schon Branawarz und sowas, ne? Sorry, Leute. Also, egal, wer sich gerade gefreut hat. Es tut mir leid, ich habe dein Herz gebrochen. Ja, hau ab. Kann's abhauen. Man braucht dich nicht. Niemand will dich haben. Aber es klappt, wenn das jetzt wieder klappt, ne?
Best Item ever! Ohne Witz! Was ist das denn? Haben wir aber schon. Verpiss dich. Du Eierkopf, du. Oder Eierschale, du. Alter, wie geil ist das, ey? So kann ich alles abfarmen. Mega chillig, ey. Capuno haben wir auch schon. Aber er will wahrscheinlich auch... Nee. Du Arsch, ey. Warum willst du nicht in mein Team, ey? Team YOLO. YOLO ist cool. YOLO. YOLO und so. You only live all, once. Nach Tara? Chillig, ey. Das ist chillig. Oder you only like oral? Oral? Ja, genau. Zero ist pervers. Kleiner Perversling ist es hier. So, Flino kaputt. Dr. Frankenstein und... Ne, dich brauche ich nicht kaputt machen. Du bist es nicht wert, kaputt gemacht zu werden. Was laber ich denn hier? Kaputt gemacht zu werden. Ich weiß nicht, was ich mir gerade vor mir gegeben habe, aber es hat irgendwie keinen Sinn gegeben. So, Pikulente, komm her. No! Dankeschön, Pan, dass du diesen Vogel aufschlitzen musstest. Aber wäre nicht nötig gewesen. Man kann aber, wie es aussieht, auch nicht hier durch das Wasser gehen, um mir die Dungeon irgendwie abzukürzen und sowas. Finde ich schade. Wenn Cesurio kommt, wird er uns töten. Aber ich glaube nicht. Was wird da irgendwie geraped gerade? Pan fehlt. Oh, und Zorua war das. Haben wir aber auch schon. Pan, hör auf. Pan, hör auf! Nein! Was machst du? Wo ist mein... Wo ist der starke Eisbär? Mann, Pan! Ich raste mal sowas aus, ey. Oh, Zumeril, das ist süß. Oh, das ist so ein hässliches Zorua. Töte es, Pikachu. Bitte. Sollst es töten, nicht paralysieren. Danke. Und das haben wir ja auch schon. Das ist Galapagos-Schildkröte. Walzer, ich walze ja auch gleich hier. Nochmal ein Chaos-Samen, okay. Zueigner, auch ein sehr geiles Item. Kann Angriffe, physische Angriffe zurückschleudern. Ich glaube, spezielle nicht. Beziehungsweise nicht alle, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare berichtigen, wenn ihr wollt. Wir machen mal Team Attack. Einfach, weil wir clean wollen. Team Attack. Team YOLO startet eine Team-Attacke. YOLO. Und beide KO. Wonderful. Sehr schön, so wollen wir das sehen. Ne? Wenn Team YOLO kommt, dann ist Schicht im Schacht. Boah, Waschakwil, geil. Waschakwil ist cool. Und stark, vor allem. Aber will auch nicht ins Team. Warum nicht? Wollt ihr nicht mein Team? Ich bin auch viel zu cool. Ich bin viel zu cool für euch wahrscheinlich, ne? Ja. Höchstwahrscheinlich. Ich bin eh der Geilste. Gar nicht eingebildet und so. Ja, ja, geil. Das war falsch, dass wir darauf gegangen sind. Unsere Statuswerte wieder normal und nicht erhöht. Das war doof. Mach kein... Ach, Pan, weißt du was? Wenn du sterben willst, dann leg dich ruhig mit allem an, was du willst. Pan hat es leider nicht geschafft. Nein. Pan ist gestorben und von uns gegangen. Und mein Magen knurrt. Ich muss gleich unbedingt Mittag essen. Oh, schön Spaghetti Bolognese. Ich bin so verliebt in diese Nudeln, ey. Das ist so krass. Ich liebe Spaghetti. Mehr als alles andere. So, und weiter geht's. Noch 3 Ebenen, dann sind wir durch. Dann gibt's auch Apparate und wir haben immer noch kein Otteron-Ziel bekommen. Plus, beziehungsweise mit Sympathie schon. Das ist sehr krass. Gucken wir einfach mal. Formwechsel von Cesurio. Genau, Galantri. Jetzt nicht hier angreifen, ne? Mit Mona wollte ich gerade sagen. Maike. Ich verwechsel alle meine Abonnenten mit dir. Ich habe so viele. So fertig. Ich habe 40% weibliche Abonnenten. Ey, zieht euch das mal rein, ey. Ich weiß nicht mal warum, ey. Bin ich so... Ich mach doch keine Schminkvideos oder sowas, ey. Nein, boah, das war jetzt voll die Diskriminierung eigentlich. Alle weiblichen Abonnenten gucken Schminkvideos von Hair Tutorial an. Oh man, ey. Ich dachte am besten gar nichts mehr, sonst krieg ich noch voll Stress mit euch, ey. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Am Ende steht's so, Zero hat keine Abonnenten mehr. Keine weiblichen auf jeden Fall. Die sind alle abgehauen. Who knows? So, da ist die Treppe, sehr schön. Genau, schön ablenken vom Thema. Da ist die Treppe. Dann sind wir gleich hier fertig. Ja, hast immer noch kein Otteron-Team bekommen. Plus Sympathie, ne? Das ist doch die Sache dabei. Rain Dance, ja, okay, mach ruhig. Schön gegrillt worden, ey. Deswegen heißt er auch Grillmack, ne?
Deswegen kann er ruhig Grimbrana warzen, okay. Wo kommst du jetzt wieder her? Hä? Du bist doch gestorben, Pan. Hä? Warum lebst du wieder? Hä? Ist der Eisbär wieder auferstanden, oder wie kann ich das verstehen? No plan, Alter. No plan. Wasserapparat, seht ihr schon? Die gibt's hier auch wieder auf der letzten Ebene. Ist ähnlich wie bei PMD Rot und Blau. Mit diesen ganzen Sonnensteinen und sowas. Nach Tara möchte ich das Team, haben wir bereits, von daher, nö. No! 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 Und Apparat gefunden. Nice, da haben wir schon mal einen. Gut, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Oh, Magas, ey, rastet nicht da aus, ey, bitte. Bitte, ich hab jetzt gerade nicht die Laune dazu, jetzt hier irgendwie nochmal auszurasten, weil ihr hier irgendwie Suizid begehen müsst. Ja, Maike, ja, la, 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 mach ruhig, was du willst. Scheiß Pelipper, das hält zu viel aus, ey. Das zieht wieder die Partylänge. Du doofes Vogel-Pokémon, du. Dover Vogel, du. Ist hier was? No. No, no, no. Und noch ein Vogel, hey. Oh, man. Okay, Leute. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Ich will einfach nur hier raus, ey. Der Dungeon zieht sich schon langsam, ey. Er ist jetzt ein bisschen zu lang schon, finde ich. Dragon Claw, One Hit und lauf, 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 lauf. Nein, da ist nix. Oder vielleicht hier an der Seite. Ein Waschakwil. Und ein Azurill, wie es aussieht. Oh, wie süß. Nee, ist ein Meryl, das schwimmt. Oh, das schwimmt. Oh, ist das süß. Ja, Maike, du da hinten chillst da dein Leben. Level 38 jetzt. Oh, man, ey. Ja, deine Verteidigung steigt. Brauchst du auch da hinten ganz alleine, ne? Deswegen, das ist wichtig. Meryl ist down. Möchte das Team? Nee, möchte er nicht. Oh, wo ist der verdammte Ausgang? Ich will hier einfach nur raus. Ich will einfach nur gerade raus hier. Da ist nichts. Okay, können wir eigentlich... Ja, Maike, hi. Hast du die Gruppe wieder gefunden? Ich weiß nicht, wo du warst, aber hey. Hi. Wo laufe ich hin? Ich laufe in der Sackgasse die ganze Zeit. Was? Wo geht's? Ente. Ente, 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 ganz. Neue Attacke. Drachenpuls. Nice. Ja, klar, nehmen wir den mal. Das ist ein schöner 80er Move, glaube ich. Oder 85. Hinaus. Hier ist ja eh alles anders, von daher egal. Deswegen hier ändert sich ja eh alles. Gut, Leute. Ich hoffe, wir finden jetzt den Ausgang. Ja, da ist er, gut. Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Für Pokémon Mystery Dungeon, Portale, Nierigkeit, DLCs oder Story, whatever matter. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.